Hallo Leute, ja, wir sind hier in Oxygen not included und hier unten haben wir ja Chlorglas und wir wollen das hier alles verdrängen, aber ich habe so ein bisschen die Skrupel und auch hier, wenn ich das hier mit dieser Schleuse mache, ob das so funktioniert, weil die Schleuse ist ja nur eine einfache, ne? Und ich glaube, wenn die dann da reingehen, dann ist dieser Raum voll. Wenn die Schleuse aufgeht, ist das Chlor hier drin. Ich glaube, das funktioniert alles gar nicht, wie ich mir das vorstelle. Eine richtige Schleuse. Die funktioniert so ähnlich wie hier, ne? Hier kommst du rein, bist in einem Raum, der Raum wird dann leer gepumpt und dann gehst du weiter. Das ist eine richtige Schleuse, glaube ich. Aber das funktioniert hier, glaube ich, nicht. Das können wir besser mal abbrechen, ne? Wir gehen ans Logo und dann auf den Großbildschirm und dann guckt ihr euch das an, ne? So, das heißt, ich mache mal hier abbrechen, weil das wird definitiv nichts werden, ne? Aber da habe ich jetzt gerade noch eine Stromleitung mit abgerissen und muss gerade überlegen, wofür die war. Die ging hier rüber, ne? Ach, die war für die Schleuse gedacht, wahrscheinlich. Okay, dann ist es jetzt erstmal nicht so schlimm. Können wir erstmal so lassen. Ja, müssen wir weitergucken, ne? Hier unser Geysir, der ist ja auch noch da. Obsidian ist das allerdings. Können wir gleich mal aufräumen, ne? Oh, der ist hier schon ganz schön am dröhnen, ne? Der will da eigentlich raus, ne? Aber wie gesagt, der ist einfach zu heiß, das macht einfach keinen Sinn. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie müssen wir was machen. Mit Schutzanzug geht's, ne? Oder wie war das? Und dann muss das eigentlich das Wasser hier irgendwie runter. Hier müssen wir das dann irgendwo abkühlen können und dann geht's erst weiter, ne? Ah, der Mordrak, der hatte mir auch ganz viel geschrieben, ne? Aber ich habe das wieder wahrscheinlich. Oh, der Dingens ist hier. Das hat er, glaube ich, auch geschrieben, dass ich vergessen habe, den Slickster-Aussetzer hier zu machen, ne? Dann geht das bestimmt auch ein bisschen schneller. Wo sind sie denn? Hier unten. So, jetzt sollte das dann auch passieren, dass der rauskommt, ne? Oder dass man den rauslässt. Kommt denn einer und macht das frei? Sieht so aus, oder? Okay, in den Sack rein. Aus dem Sack raus. So, das ist halt unser erstes Licks da. Und das Ei haben sie auch gleich reingesetzt. Das passt ja schon mal, ne? Da ist das Licks da schon mal unterwegs. Und das hat der Mordrak auch geschrieben. Das war hier. Definitiv hier dieses Kaputte, das liegt daran, dass hier wohl zu wenig Luft oder sowas ist. Da muss ich irgendeinen Sensor hinbauen. Aber auf der anderen Seite, die Slicks da brauchen jetzt den Sauerstoff, also wir müssen da sowieso nicht reinigen. Das hat der Mordrak, glaube ich, auch geschrieben. Ja, das bedeutet, hier wird gerade gepflegt. Der Kleine ist hier. Oh, was ist denn hier unten? Rohöl, unser erstes Rohöl. Schau hin. Unser erstes Rohöl ist da. Gut, machen wir erstmal eine Flasche, oder? Oder machen wir lieber nicht in eine Flasche, weil wir wollen es ja irgendwann mal abpumpen, oder? Und wenn es in eine Flasche ist, das bringt uns, glaube ich, nichts. Macht dann mal einen Abbruch. Ich glaube, das machen wir nicht so. So, aber wie geht's weiter? Das ist die Frage. Ach ja, der Mordrak hat das Pumpenzeichen, ne? Das Wasser, die Pumpe, das funktioniert nicht mit meiner Pumpe. Das ist schlecht. Hier können wir mal vielleicht aufwischen. Kriegen wir vielleicht auch eine Flasche zusammen, ne? Also wir haben ein Wasserproblem, definitiv. Und dann Sauerstoffproblem haben wir noch und wahrscheinlich auch noch ein Algenproblem. Ne? Also Essensproblem aber gerade nicht. Was sind denn die Algen? 2,5 Tonnen. Okay, rein theoretisch geht das noch. Ne? Machen wir hier unsere Keimlinge an. Okay, das sieht alles noch gut aus. Hier sind wir auch schon wieder nah dran. Ne? Ja, und hier unten waren aber auch noch Algen. Ne? Aber hier sind gar keine Keime, ne? Die sind nur hier oben. Hier unten sind keine Keime. Aber hier ist auch kein. Ich dachte, das wäre Dingens. Das ist aber alles Kohle. Ich dachte, das wäre. Sag schon. Schleim gewesen. Ist aber kein Schleim. Und hier ist bestimmt wieder Schleim. Und da sind auch. Der ist kontaminiert, der Schleim. Und hier haben wir ein Chlorgas. Geysir. Der bringt uns auch nicht so weiter, ne? Wie sieht es hier mit dem Dingens aus? Da ist auch schlecht. Das ist schlecht, das ist schlecht. Aber hier oben, das ist nicht schlecht.
Hier ist nochmal ein Eisbiom. Das wird auch kalt sein. Der soll noch abgearbeitet werden. Und hier, ja. Hier hätten wir noch Wasser. Wie sieht es denn hier mit Keimen aus? Ja, da sind wieder welche. Ach, die hatten wir doch hier oben schon rausgefunden, die Keime. Ne? Hier ist kein... Hier geht's, oder? Genau, hier geht's. Hier wollen wir doch was machen, oder? Hatten wir das nicht schon besprochen? Oder habe ich das offline mal geguckt? Weiß ich nicht mehr. Ja, da müssen wir jetzt gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Wir müssten eigentlich schauen, dass wir hochkommen, das Wasser hier rüberlassen. Ja, das wird natürlich spannend, ne? Wie kriegen wir das hin? Das ist verschmutzter Sauerstoff und das verschmutzter Sauerstoff und das auch. Der wäre jetzt zu reinigen dann, ne? Hier ist auch verschmutzter Sauerstoff, ne? Da sind ja eigentlich schon... Oh, was ist hier? Das ist zu viel Wasser wahrscheinlich. Bischen geht da bestimmt nicht mehr, ne? Ja, das heißt, wir müssen mal graben. Vielleicht können wir es so ein bisschen verteilen und dann wischen. Das ist hier irgendwie geschmolzenes Eis hier wahrscheinlich. Eisenerz ist das, okay. Den sollte man vielleicht mal auch abbauen, ne? Naja, schauen wir mal. Und hier ist lauter verschmutzter Sauerstoff. Und der hier, der ist am Arbeiten wie bekloppt. Und davor liegt Ton. Ach, wir müssen das Wasserproblem als erstes angehen. Das hat so keinen Sinn. Ah, warte mal, der Mordrak hat auch geschrieben, irgendwo was mit dem Wasser. Aber das war das die Pumpe oder... Ah, guck mal hier, da ist doch tatsächlich jetzt Wasser reingekommen. Das hat man hier mal angemacht, aber das ist jetzt nicht viel, ne? Wo konnte man noch was aufwischen? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall wird hier schön fertig gebaut, ne? Und da, ah, ach so, ist diagonal. Glück gehabt, ne? Dann lass uns mal schnell schauen, dass wir dort das mal zumachen, ne? Und was ist das? Alles Alge, ne? Sehr gut. Das räumen wir alles weg. Oh, für Algen haben wir gar keinen Platz. Auch gut, ne? Lager nicht verfügbar. Den können wir doch mal gerade hier... Filtermaterial Sand. Und das war es wohl nicht. Das auch nicht. Nee, nährstoffreiche Erde, ja, da ist was rausgegangen. Eierschalen sind auch rausgegangen. Rohmaterialien, jetzt ist die Kiste, glaube ich, leer, ne, oder? Bleistein, Kohle. Bleistein muss da nicht rein, Oxalit muss da nicht rein. Wenn das da reinkommt, ist das weg. Kohle kann da rein. Muss mal gerade gucken, ist überhaupt was drin, ne? Ja, noch 2900 sonst was. Was ist denn da jetzt noch drin? Nee. Ist immer noch. Eierschalen müssen da gar nicht rein. Was sind denn die 1800 jetzt, bitteschön? Ach, die Kohle. Genau so ist es. Okay, passt erstmal. Lager ist geklärt. Ja, hier ist unser Wasser. Das ist hier schwierig, ne? Und hier ist Kohlendioxid ohne Ende jetzt drin, oder was? Aber wir wollen noch verschmutzten Sauerstoff hier haben. Wieso ist hier Kohlendioxid drin? Und da sind auch schon Keime, ne? Oh, das ist nicht so gut. Er macht ja Oxalit. Das müssen wir ins Wasser noch haben. Das ist hier noch nicht fertig. Achso, das war der zum Aussetzen. Ist zu viel gucken immer, ne? Wir müssen hier oben weiter. Definitiv. Prio ändern. Ja, Prio 8 schon, ne? Komm, dann machen wir Prio 9. Jetzt muss das aber klappen. Dann müssen wir mal überlegen, dass wir hochgraben.
Mit einer Leiter. Wir müssen hier irgendwo hoch. Wir müssen hier an das Wasser vorbei. An dem Wasser vorbei natürlich, ne? Scheiß Deutsch. Nochmal hier hoch. Den letzten reißen wir ab. Und graben wir hier nach darüber. Graben wir da weiter. Was ist das? Sand. Okay, nicht schlimm. Dann machen wir die Leiter da hoch. Ja, irgendwie so machen wir das. Und dann müssen wir hier rüber, weil hier müssen wir anbohren und da durch. Tja, und dann machen wir die Prio nochmal. Warte mal. Prio 5 ist hier. Das braucht nämlich gar nicht so sein. Das hier ist aber Prio 9. Wir müssen nämlich da ganz hoch. Und dann müssen wir hier gucken, dass wir das Wasser darüber kriegen und hier reinkriegen. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier eine Pumpe drin haben nachher. Aber dann wird das nämlich das Wasser. Warte, das reiße ich mal lieber hier ganz ab. Ja, besser ist das. Aber hier geht keiner hin, ne? Aber ein Weg ist doch hin, oder? Ja, da kommt jemand. Nasse Füße, okay. Kann ich da schon wischen? Ich glaube nicht, ne, oder? Ah, doch, jetzt geht's. Glück gehabt. Ist es da reingestürzt oder was? Aber was haben wir hier eigentlich gebaut? Ach so, das war hier auch so ein Loch zu machen gedacht, ne? Hier fehlt etwas, damit das da ordentlich sitzt, ne? Warte mal. Der Lufterfrischer ist auch schon wieder im Weg. Ich glaube, wir müssen hier den wegmachen, weil wir das noch zumachen wollen, vielleicht, oder? Kann das sein? Das war bestimmt ein Ziel hier. Dafür müssen wir den aber zerlegen, damit wir uns hier hinstellen können und den dann da hinkriegen, glaube. Sonst geht das nicht. Schwieriges Unterfangen mit diesen ganzen Sachen, die wir hier vorhaben. Das Chlorglas zusammendrücken, ne? Und das geht alles wegen diesen Pflanzen nicht. Oh, hochkompliziert. Oh, hier haben wir schon was gegraben, ne? Das heißt, wir können da mal gerade eine Ziegeldecke machen. Machen wir mal bis dahin. Damit wir diese Leitung irgendwann auch noch bauen können, ne? Ja, es ist reichlich, ne? Schläft da schon jemand? Ja. Miep. Hier können sie auch reinlaufen. Das kann auch abgebaut werden, ne? Da kommt man schon mal nicht mehr dran. Hat auch gut geklappt. Ah, hier müssen wir gucken, dass wir isolierte Ziegel da mal hinkriegen noch. Keine Ahnung, warum die Stellen noch frei sind. Aber wahrscheinlich war da was noch eingepflanzt, dass es nicht ging, ne? Verschmutzter Sauerstoff, das ist auch noch ein Problem. Und Sauerstoff überhaupt ein Problem, ne? Was passiert denn hier? Rohöl. Kohlendioxid. Bis jetzt hat er noch nichts gemacht. Wo ist denn die Alge? Die Alge ist hier. Ist das voll? Nee, da ist Schleim drin, ne? Ja, da ist Schleim drin. So, unsere Algenproduktion. Hier läuft nichts. Forschung sollte ich sein lassen. Das hat Mordrak auch geschrieben. Das machen wir auch und jetzt müssen wir mal hier setzen wir mal noch so ein sag schon, so ein Lagerbehälter hin. Und der kriegt dann, wenn er fertig ist, die Algen da rein. Ne? Das macht vielleicht Sinn. Ich weiß gar nicht, was das zweite noch war, was er gesagt hat. Ey, das Oxylit liegt hier rum. Aufräumen mit Prio 9.
Sonst ist das ja so ein ewiger Kreislauf. Warum ist das Wasser da weg? Hat das Oxidit das aufgesaugt? Oder trinkt er das? Nee, ne? Gute Frage, weiß ich nicht. Diese Rutschstange, warum haben wir die da hin? Die brauchen wir da nicht, ne? Das ist oder. Nee, ich glaube, die ist da vollkommen über, ne? Gasleitung, Sauerstoff, Gasleitung. Kriege ich hier auch die Rutschleitung? Rutschstange. Zerlegen. Hier ist auch was schief. Hier ist verschmutzter Sauerstoff. Wäre gut für Puft. Wir müssten jetzt eigentlich nur gucken, dass wir. Sind da Algen? Wenig. Wir sollten hier mal zumachen. Ziegel. So. Geht das so richtig? Ja, das geht so richtig. Und dann machen wir da noch eine Schleuse hin. Und dann brauchen wir auch noch ein dickes Kabel dahin. Und wenn das dann zu ist, dann können wir hier aufmachen. Dann kann der schmutzige Sauerstoff da rein. Dann haben wir schon das Passende für, ne? Ah, das geht hier wieder nicht, ne? Aber das ist ja schmutziger Sauerstoff. Der ist ja auch egal. Der soll ja hier sein. Das passt ja dann auch. Diesen können wir abbrechen im Bau. Hier können wir mal weggraben. Wie weit ist denn das damit? Ja, super. Ich glaube, die können wir sowieso setzen und die zwei Ziegel können wir da auch hinmachen. Jetzt wird das hier schon gebaut oder was? Nee. Oh doch, hier ist schon fertig gleich. Wenn die Schleuse da ist, können wir das rauslassen. Sind hier Keime? Ja. Ja, jetzt fehlt nur der Strom. Und warum hier das Dingens weg ist, weiß ich nicht. Ja, das haben wir schon alles gesagt, soll aufgeräumt werden, ne? Dämmerkappe ist da, aber die wächst nicht, ne? Wegen falscher Atmosphäre oder sowas. Okay. Was ist hier oben bei Nummer 9 gegraben? Wahrscheinlich nichts, ne? Ist nichts passiert. Ist von der Basis zu weit weg oder was ist das hier? Graben. Ach so, okay. Deswegen fehlt es vielleicht auch nicht voran, weil die als erstes sein müssen. Vielleicht läuft es jetzt dann. Das könnte vielleicht sein, weiß ich nicht. Hier ist verschmutztes Wasser aufgewischt worden, das ist schon mal gut. Ah, jetzt ist hier schon mal was gesetzt worden und der ist dann da auch. Das bedeutet, als nächstes muss der frei werden. Aber ich kann dann diese Pflanze, diese Balsamlilie, kann ich sowieso nicht wegmachen. Ich glaube, das Chlor kriege ich ja auch wieder nicht weg, ne? Warte mal, hier können wir den wegmachen. Wenn wir den weg haben, können wir da den Raum kleiner machen. Geht vielleicht. Ja, Eisenerz haben wir jetzt hier schon was abgebaut, tatsächlich. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Schön ist das gerade nicht. Aber guck mal, hier sind schon ein paar Deckenteile gebaut worden, auch sehr interessant. Das muss weggegraben werden, das ist Sand, der runtergekommen ist. Aber geht erstmal, ne? Ja, oh. Jetzt gucken wir noch eine Blaupause. Hilfspaket Omelettes kommt da an. Warte mal, mach ich mal ab, ich will gerade was gucken. Da sind wir ganz gut positioniert. Das ist fast fertig. Da müsste Wasser. Ja, Wasser ist immer noch das Problem. Die Pumpe kannst du wegtun, die brauchst du nicht.
Guck mal, hier können wir doch den Boden neu machen. Und da können wir noch mal zwei abgraben dann. Ja, passt doch erstmal, oder? Ne, den brauchen wir gar nicht setzen. Den können wir mal gerade abbrechen im Bau. Den graben wir erstmal frei. Dann können wir da vielleicht noch einen setzen. Dann kriegen wir das ein bisschen zusammengedrückt da noch. Das war ja unser Versuch hier, ne? Warte mal, dann können wir vielleicht hier auch noch was erreichen, indem wir das machen. Und dort können wir den hinsetzen. Vielleicht geht ja ein bisschen was. Den müssen wir noch weggraben, damit hier weitergearbeitet werden kann, ne? Und da, den können wir, glaube ich, auch setzen. Vielleicht geht's ja. Weiß ich nicht. Gut, aber wir sind schon weit fortgeschritten in der Folge. Wir werden jetzt schauen, dass wir dann hoffen, dass es dann vorangeht. Ach so, hier waren wir noch nicht. Ja, was ist mit 56, 54.000? Essen wäre jetzt nicht das Problem, aber wir haben andere Probleme, ne? Ein Typ mehr bedeutet auch mehr Sauerstoff, aber ein Typ mehr bedeutet auch mehr bauen, ne? Und mehr bauen bedeutet vielleicht auch schneller wieder neuen Sauerstoff kriegen, ne? Weiß ich noch nicht. Ah, hier, der Dingens ist fertig. Da wollen wir doch mal ganz schnell die Dingens reinmachen. War organisch, Alge? Ja. Dann kommen die da erstmal rein, ne? Und dann können die hier reinbringen. Wie sieht's denn aus mit dem Sauerstoff? Ja, der ist noch da. Hier oben sogar besser, aber der ist schmutzig, der Sauerstoff. Das wissen wir ja auch schon. Gereizte Lunge hat da schon jemand. Kontakt mit allergischen Reaktionskeimen. Gereizte Lungen. 100 Sekunden. Ja, da müssen wir mal gerade gucken, wo hier die ganzen Keime sind, ne? Die müssen wir bekämpfen, definitiv. Hier sind Keime drin, das ist unser Problem. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier Filter reinkriegen. Ja, ich sag mal so, wir müssen gucken, wie wir da weiterkommen. Ich weiß es nicht, ob wir das mit der... Ich überlege es mir noch. Kann sein, dass ich einen Dupe nehme. Kann auch nicht sein. Aber machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.